Hallo meine Damen und wohl überwiegend Herren, willkommen zurück zur vierten Episode von Big Bang Empire. So, jetzt habe ich es mal richtig ausgesprochen. Wie ich in der letzten Folge angekündigt hatte, wollte ich eigentlich Diamanten kaufen über Telefon. So, ruft halt an und so weiter und so fort und kriegt die dann gut geschrieben, kriegt so einen PIN, muss man auch eingeben. Das Problem war, ich habe in weiser Voraussicht damals, als ich hier mein Internet bestellt hatte, habe ich solche Nummern sperren lassen. Wie zum Beispiel diese hier, das war eine 0900er Nummer. Das ist so ähnlich wie eine 0190er Nummer. Und konnte das also nicht machen. Ich hatte zwar was bei hood.de verkauft. Ja, hood.de, so ähnlich wie eBay, gibt es genauso lange hier in Deutschland. Oder eigentlich schon einen Ticken länger als eBay in Deutschland. Der Kollege hat nur noch nicht bezahlt, also konnte ich es auch noch nicht über PayPal machen. Und ich selber, es ist jetzt kurz vor Monatsende, bin auch etwas blank auf dem Konto. Also hat das leider nicht funktioniert. Und das Witzige war, als ich auf PayPal gehen wollte, ist mein Rechner abgekackt. Und dann hatte ich erstmal ein Bluescreen-Ding schon ewig nicht mehr gesehen. Ich wusste schon gar nicht mehr, wie die aussehen. Ja, aber wie gesagt, gar nicht Bluescreen. Also ist einiges passiert. Also, sag ich mal, versuchen wir jetzt erstmal so weiterzukommen. Wie gesagt, Diamanten haben wir jetzt keine weiter, bis auf die 11. Wir haben jetzt 12 Stunden, 22 Stunden gearbeitet. Ich hatte irgendwas gedreht hier, ich weiß nicht mehr, was das war. Krieg dafür 426 Scheine. Krieg hier den Rückkehrerbonus. Das sind wie viel? Erfahrung. Nur Erfahrung. So, ich werde jetzt nicht nochmal arbeiten. Ich hatte mir hier gestern noch, ich habe noch zwei, drei Kämpfe gemacht. Und habe die Booster gekauft, die mittleren Booster, also die einfachen bis mittleren Booster kann man für Scheine kaufen, die man ja hier im Spiel bekommt, und der Rest ist natürlich halt für Juwelen, wollte ich gerade sagen, für Diamanten. So, gucken wir uns mal an, was habe ich verpasst, zwei verloren, aller Kohat, gut bestückt, gut, kommt vor. Wollen wir jetzt einen Kampf machen, oder? Gut, wir machen mal einen Kampf. Das gewinnen wir, oder? Der ist ganz schön reingezeckt gerade. Yes! Und 11 Scheine. Das ist doch schön. So, was mir aufgefallen ist, war, dass die, wir mussten ja für unseren Film irgendwie sozusagen 5 Darsteller überzeugen und irgendwie Wäsche waschen oder sowas, zweimal Wäsche waschen. Die Darstellerüberzeugung, die fand einfach statt, dadurch, dass wir hier die Leute bekämpft haben. Ich habe 5 Kämpfe gemacht und habe dadurch Leute überzeugt, und das ist, also ist der Teil schon mal abgeschlossen. Im Spiel, jetzt muss man halt nur noch die Wäsche waschen. Ich guck mal kurz, was wir, was ist das denn? Angriffshistorie. Brauchen wir nicht wissen, brauchen wir nicht sehen und wissen. Kaufe einen seltenen Gegenstand. Batterie, als Batteriehäschen verkleidet. Das habe ich schon mal gemacht, oder wie? Duelle gekämpft. Okay, wir machen noch 2 Duelle. Gibt auch nochmal eine Belohnung. Vielleicht sind ein paar Diamanten mit bei. Wen nehmen wir uns denn? Hier, Priscilla. Oh, hier hat aber viel Leben. Ich glaube, ich werde das gleich nochmal ein bisschen pushen für ein paar Scheine. Mal ein bisschen was kaufen an Punkten hier. Oh, ich glaube, das war's. Jupp, das war's. Und da hat uns dahin, da hat es uns dahin gerafft. So. So, dann kaufe ich nochmal. 26 Scheine kostet das jetzt schon. Thank you.
einen machen wir noch. 50 plus 32. Was hatten wir? Über 80, oder? Das ist nur sie. Mach ihn fertig. Ach, verdammt. Das sieht nicht gut aus. Und schon wieder verloren. Knapp, aber leider hat es nicht gereicht. So, das haben wir jetzt fertig, den Erfolg. Zwei sogar. Drei Fähigkeitspunkte, okay. Was gibt's hier? Uwe muss selten, man muss sogar Duelle verlieren, gibt auch drei Fähigkeitspunkte. Okay. Fünf Duelle in Folge gewonnen. Na, das machen wir später. So, dann vergeben wir mal die Punkte eben flott. Hier geht auch noch einen rauf. So, dann gucken wir mal Sexshop. Gucken wir mal hier rein. Die Sachen waren ja irgendwie nicht so prickelnd für uns, ne? So wie ich das gestern. Ja, das ist Schrott, Schrott, Schrott. Cool, einmal neue Ware. Was haben wir denn jetzt? Das gibt's auch nur für Diamanten. Mhm. 67. Indianer-Stirnband, Hippie-Stirnband. Nehmen wir das. Und was haben wir hier? Ja, die restlichen Sachen sind wieder für den Allerwertesten. Gut, dann gehen wir nochmal auf Missionen und Partys. Gucken wir mal, was hier. Zeitmission. Das Blöde ist, ich weiß nicht, wo sind diese Missionen, die ich zu erledigen habe. Missionen erneuern, kostet das was? Hm. Was sind diese Zeitmissionen? Die will ich nicht. Die hier. Will auch kein Strip hinlegen, ich will endlich diese Wäsche waschen hier. Mit dieser Hebefigur, das hatte ich doch alles schon. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was brauche ich alles für meinen Film. Strahlend weiße Hotelbettwäsche gefunden. Wie finde ich sie denn? Für den Film im Hotelset brauchst du zahlreiche Sätze an frischer Bettwäsche. Kannst du einen Stapel davon besorgen? Kann in Missionen gefunden werden. Kann. Oh Gott. Also jetzt weiß ich nicht, finde ich die jetzt nebenbei? Oder muss ich jetzt die ganze Mission machen? Oder wie? Oder was? Ah. Wir machen mal die hier. Mit der Hebefigur. Das ist die letzte, die ich überspringen werden kann. Die letzte, die ich überspringen werden kann. So, wieder kein Deutsch. So, hier gibt's keine Bettwäsche. Ich würde gern endlich mal diesen Film drehen. Das macht mich wahnsinnig. Hier kann man zwischen verschiedenen Gebieten wechseln. Erst ab Stufe 10. Hm, müssen wir wohl noch eine machen. 11 Minuten, Jesus. Also, ich denke mal, ich werde jetzt nicht mehr konstant aufzeichnen können, sondern muss so ein bisschen vorspielen, nebenbei das ein bisschen laufen lassen, weil sonst wird das hier ein bisschen zu langatmig. Und jetzt habe ich mindestens dreimal ein bisschen gesagt innerhalb von einer Minute. Gut, die Kampfmission, die machen wir nebenbei jetzt noch. Dauert dann halt 4 Minuten. Was können wir uns denn noch angucken in der Zeit? Studio habe ich keins. Die Rangliste. Sind das die Nummer 1 bis sonst wo? Fantastic fucking. Jugend 4, läuft und läuft. Fußfetisch. Mhm. Ich will sortieren kann man hier nicht. Studios.
Natural Bronchillers, Health 69, Smart Pound, Easy, Phoenix, Hot and Cold, Ice White Shot, Friends, Strawberry Fields, XXL Porn, Vivid Entertainment Group, das sind die mit Sicherheit nicht. Hellraiser Celtisch. Top 10, Versaut ab 18, Bang Bass, kennt man alles. The Sweetest Taboo, Mental Production, Pussy Club, Club, Money Pictures, Kicker Club, Sexual Terrorist, XXX Productions 2, HD Porn, Top Girls Club, Devoted Ladies, Femme Dangereuses, Dangereuses, oder wie auch immer das aussieht, ist ja Französisch, ne? Die immer geilen von nebenan, Gangbang A-Liga, Kara Kara, Dirty Ding Dong, Sexy Cats, Hot Pussy, Sex Raffi, Sex on Sex, Dreams Come True, Just for Fuck, West Coast Productions, Temple of Love, Die Rammler, Hardcore Puff, Blowblows for the Win, Dark Kingdom, Dark Kingdom, ich bin so gothic, Gagging Deep Throats, oh Gott, was für ein Name, But Chili Productions, Love and Angels, Tropfende, Super Gangbang, Super Bang, Temple of Love, war das nicht ein Lied von Sisters of Mercy? College 69, Sexy Bodies, Bodies, Sechs Jahreszeiten, auch nicht schlecht. Big Boot Production, oh Gott, die können ja nicht mal, die können ja gar nicht schreiben. Die haben wahrscheinlich schon so Wichsgriffel, die so verkrampft sind, dass sie nicht mehr tippen können. Was ist das denn hier? Studio wird angegriffen, die kann man angreifen. Was ist das hier? Mit Kondom oder wie? Okay, Haus der 1000 Peitschen, High Heels, Spieler des Monats, Fetischfans, Fun Bun. Pussycats Club, Paul World, Pralle Hintern, Titty Twister, glühende Sextoy, achso. Cats, Sex Bomber, Munich Movies, XXL Bunnies, Angels Porno Club, Swag Studio, Los Angeles, Motherfucker. Focus. Das ist bei euch auch so, dass ich zuerst mal diese X mitlesen wollte, obwohl es ja nur so Markierungen sind. Einfach nur für die Optik. Long John, Porno Shop, die Rasiras, Sekbombe, Blondie Movies, Elite Studio, World of Sin, Hintertürchen Entertain, Entertain, Turn- und Sportverein 69, okay, das reimt sich, in dem Fall. Sugar Free Romance hier, Sex for Fun, gute Stube, Hot Fuck. Okay, die sind jetzt nicht mehr so lustig. Hornpop. House of Bizarre Dreams, Just for You, Stuff, heute. House of Bizarre Dreams, das klingt so echt nach 90er Jahre, irgendwie Schmuddelheftchen so. Anal Adventures, Rotten Bunny Studios, Freudenhaus Wammler, Sperm Worlds, Pomp Studios, Crazy Production, das klingt so nach gar nicht. Heiße Luger, Porno Liebe, Triple, das ist wie Triple X. Weißt du, Luda, Lollipop. Sag mal, machen wir jetzt hier unseren Ding schon? Ach so, läuft gerade. Diamanten. Yep. Jetzt haben wir vier. Fähigkeitsmission. Ich würde gerne diese endlich mal diese Bettwäsche haben, das nervt langsam. So, die Booster, wie gesagt, habe ich gekauft. Die laufen auch erst in 5 Tagen oder so ab. Oh je. Wird wohl alles noch ein ganzes Weilchen dauern. Hier wird auch nicht angezeigt, ob man diese Bettwäsche bekommt. Deswegen denke ich, werde ich zwischendurch mal. Was ist das denn? 70 Jahre Disco-Stirnband. Was soll ich mit diesem Krempel? Naja, ich denke mal, ich werde das so nebenbei immer ein bisschen durchlaufen lassen und werde dann, wenn wir ein bisschen weitergekommen sind, oder sich irgendwas Neues ergeben hat, mal neu aufnehmen. Von daher würde ich sagen, ja, dann bis zur nächsten Folge, Leute. Tschüss.